Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denk mal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Too Big to Fail. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme vierte Adventswoche. Hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, wieso in Krisenzeiten einige Unternehmen gerettet werden und andere sind gezwungen in die Insolvenz zu gehen? Eine Theorie ist dabei, dass es Unternehmen sind, die gerettet werden, die sehr großzügig die Politiker der Regierungsparteien mit Spenden versorgen. Diese Bevorzugung von Lobbyisten ist unbedingt zu unterbinden. Ein Video zum Thema Lobbyismus findest du oben unter dem i. Es wird immer behauptet, es sei wichtig, diese Unternehmen zu retten, weil viele Arbeitsplätze damit verbunden sind. Leider sind unter den Unternehmen aber auch jene dabei, die ihr Personal nicht so bezahlen, wie sie es sollten, anstelle die eingekaufte Arbeitskraft der Angestellten so zu bezahlen, wie es sich gehört, wird auf Leiharbeit oder Niedriglöhner zurückgegriffen. Im selben Zuge zahlen sich Manager dieser Unternehmen Bonis aus, welche jede Vernunft verlassen. Wieso müssen Unternehmen gerettet werden, in denen sich die Führungsetage Millionen Bonis zahlt und ihr Personal übervorteilt? Ein Video zum Thema Soziales und Arbeit findest du oben unter dem i. Erkennbar ist, dass es Unternehmen sind, die aus finanzieller Sicht eigentlich in der Lage sein sollten, sich ohne Hilfe über Wasser zu halten. Schlechtes Management und übertriebene Bonuszahlungen an die Managementabteilung führen dann aber immer wieder dazu, dass diese Unternehmen auf staatliche Hilfe zurückgreifen. Aus meiner Sicht ungerechtfertigt. Stattdessen lässt man Unternehmen, welche es wirklich nötig hätten, in Krisenzeiten einfach hängen und fordert gesetzlich deren Insolvenz, anstelle an nötiger Seite zu helfen. Wer in der Lage ist, sich Millionen Bonis auszuzahlen, der sollte auch in der Lage sein, mit seinen übertriebenen Einkünften sein Unternehmen zu retten. Es ist demnach ein Trugschluss zu behaupten, ein Unternehmen könne zu groß sein, um es im Falle eines insolventen Wirtschaftens auch untergehen lassen zu können. Vielmehr müssten Manager, dieser Bankroteure für dieses schlechte Wirtschaften haftbar gemacht werden, anstelle ihnen noch Steuergelder in den Hintern zu stecken. Ein Video zum Thema Steuern findest du oben unter dem i Auffallend bei diesem Verhalten dieser Bankroteure, dass oft Banken davon betroffen sind, es wird behauptet, Banken seien systemrelevant und müssten deshalb gerettet werden. Was soll es aber bringen, ein solches Unternehmen zu retten, und dieselben untauglichen Führungspersonen bleiben an der Spitze dieses Unternehmens? Um Arbeitsplätze zu erhalten, ist es an mancher Stelle vielleicht sinnvoll, ein Unternehmen zu retten. Das macht aber nur dann einen Sinn, wenn die Verantwortlichen für diesen schlechten Zustand auch die Führungsetage verlassen müssen und auch in Teilen für diese schlechte Wirtschaften haftbar gemacht werden. Wer sich jahrelang sechs bis siebenstellige Bonis zahlen kann, der kann im Falle einer insolventen Geschäftspraxis auch sechs bis siebenstellige Zahlungen leisten, um den Schaden auszugleichen. Sowas muss nicht alleinig auf Kosten der Allgemeinheit gehen. Ich wünsche euch besinnliche Weihnachtsfeiertage. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook. Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.